Vor einiger Zeit probten hier in diesen Gebäuden noch mehrere Bands. Die mussten aber raus, weil die Stadt Buchloe dieses Gelände verkaufen will. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Magazin aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Tja, Kultur, Jugendkultur, Kulturförderung, das ist heute unser Thema. Manche Städte leisten sich Kultur, fördern sie sogar, unterstützen sie finanziell. Andere Städte sind da weniger spendabel. Wir haben uns heute mal in Kaufbeuren und in Buchloe umgeschaut, wie verschieden eigentlich da mit Kultur umgegangen wird. Sitting in my old town, waiting for some changes. Vor circa 10 Jahren haben sich Freunde von mir um einen Proberaum bemüht und sind hier fündig geworden bei der Deutschen Bahn. Also das waren Lagerräume von der Deutschen Bahn damals. Und wir brauchten einen neuen Proberaum und dann haben wir mit denen gemeinsame Sache gemacht. While I'm using that ordinary court set. Das Gelände der Stadt Buchloe soll verkauft werden. Harry Schneider und andere Musiker mussten sich eine neue Bleibe suchen. Die meisten haben etwas gefunden, außerhalb von Buchloe. Aber trotzdem bleibt etwas Wehmut. Es ist jetzt 10 Jahre her, dass wir hier Musik machen, angefangen haben, Musik zu machen in der Löwengrube. Und zwar nicht nur 1, 2 Musiker, sondern manchmal waren es sogar 7 Kombos, weil es gibt nicht nur einen Proberaum, sondern 3 an der Zahl. Und man shared ja heutzutage alles, sogar seinen Proberaum. Und so war es dann schon so, dass er immer relativ gut besucht war. Wegen der Kündigung macht keiner der Musiker der Stadt Buchloe Vorwürfe. Sie wussten rechtzeitig Bescheid, das war alles in Ordnung. Harry Schneider und andere hätten allerdings gerne mehr über Kultur statt über Mietverhältnisse mit der Stadt gesprochen. Aber bei der Stadt Buchloe gibt es keine offizielle Stelle, die sich um Kunst und Kultur in der Stadt kümmert. Es gibt keinen Kulturbeauftragten und ich wüsste jetzt auch keinen, der diesen Posten so halboffiziell innehat in der Stadt. Also man muss das selbst machen und dann muss man zum Stadtrat gehen, Ideen, die man hat, vortragen und hoffen, dass er auf Interesse und auf Gegenliebe stößt. Allerdings gibt es andere Städte, die haben einen Bandpool, die haben auch Musikförderprogramme, die stellen Proberäume zur Verfügung. Das fehlt hier leider. Ja, also es gibt auch junge Bands, die auch immer wieder auf der Suche sind. Und für die wäre es natürlich etwas leichter, wenn sie sagen könnten, hey, da gibt es einen, das kostet uns 5 €, wenn wir da einmal proben, das machen wir. Also das würde die ganze Sache natürlich nochmal vorantreiben. Hier und da gibt es solche Proberäume. Zum Beispiel im Haus des Kreisjugendrings in Marktoberdorf. Dort treffe ich Erich Nieberle. Er ist Leiter des Kreisjugendrings im Ostallgäu. Kultur und speziell Jugendkultur spielt hier eine große Rolle. Den Proberaum gibt es schon seit 2003. Der Probenraum ist komplett ausgestattet und das Ziel des Raumes war, und es ist auch erreicht, wirklich Nachwuchsbands, Schülerinnen Möglichkeiten zu geben, am späten Nachmittag, am Abend hier zu proben, wo es halt daheim meistens nicht möglich ist. Und wir haben, seit dieser Raum eben eingerichtet wurde im Jahr 2003, mit Sicherheit um die 30 Bands jetzt hier gehabt, die regelmäßig oder unregelmäßig proben. Aktuell sind 2 Gruppenherren, die abwechselnd hier eben Musik machen, Aufnahmen machen. Und wir hatten schon einige Bands, die durchaus dann auch bei der ein oder anderen Veranstaltung von uns dann auch auftreten konnten und wir so ein bisschen dann auch vielleicht Sprungbrett waren und die dann eine kleine regionale Karriere vielleicht auch gemacht haben. Also dafür gibt es diesen Raum. Das Ziel war wirklich, Nachwuchsbands, Nachwuchsmusiker zu fördern und ich denke, das ist mit diesem Raum auch erreicht. Der Kreisjugendring unterstützt auch die Jugendzentren im Landkreis. Die gibt es in Füssen, Fronten, Obergünzburg, Marktoberdorf und auch in Buchloe. Leiter des JUZE in Buchloe, für das die Buchloer lange gekämpft haben, ist Hans-Jürgen Meyer. Hier wird viel unternommen in Sachen Jugend und Kultur. Wir schaffen es im Jahr, so 4 bis 5 Konzerte zu organisieren. Eben auch so gerade auch zum Teil Nachwuchskünstler oder Bands, die wirklich so ein bisschen
in der Entwicklungsphase sind, sage ich jetzt mal, auch bekanntere manchmal. Und es ist ganz gut besucht, kommt gut an und es passt zu uns. Meier ist auch Buchloes Stadtjugendpfleger. Er kümmert sich um jugendrelevante Einrichtungen und Themen. Kulturpolitische Fragen hat er uns allerdings kaum beantwortet, konnte er auch gar nicht, denn dafür ist er einfach nicht zuständig. Auf der Suche nach einem Verantwortlichen der Stadt Buchloe konnte oder wollte man uns im Rathaus nicht weiterhelfen. Und das hat auch einen Grund. Also es gibt jetzt nicht explizit eine Stelle bei der Stadt, wo ich als Kulturschaffender was machen will. Ich muss mich halt dann an dem orientieren, was schon da ist. Sagen wir so, Kulturförderung, es gibt bei der Stadt schon auch jedes Jahr die finanzielle Ausschüttung von Vereinen, Gruppierungen, Initiativen, die Kultur anbieten. Das gibt's, also bekommen sie Zuschüsse von der Stadt. Ansonsten, wenn man nicht Räumlichkeiten sucht oder personelle Unterstützung braucht, da muss man halt gucken, wie man das auf die Beine stellt. Da muss man halt dann schauen, das wird man meistens auf der ehrenamtlichen Schiene dann bleiben. Ne? In Kaufbeuren geht man neben dem kulturellen Ehrenamt noch etwas weiter. Hier wird nahezu jede Art von Kultur G oder zumindest B fördert. Ein Beispiel ist das Projekt Gestattung, das Jugendlichen öffentliche Wände zum Sprayen zur Verfügung stellt. Kaufbeuren hat auch einen Beauftragten für Kulturförderung, Günther Pietsch. Ich glaube, Menschen möchten konstruktiv, möchten kreativ sein und nicht destruktiv. Dafür ist die Kultur eine ganz wichtige Sache. Es gibt zahlreiche Initiativen, Einrichtungen, Institutionen, die seit vielen Jahren Kultur betreiben. Ich denke da mal ans Tänzelfest oder an die Musikschule, an die Stadtbücherei. Wir haben natürlich eigene Formate, wir haben eigene Kulturförderformate. Ich denke an die Straßenkultur, an Freiflug, ich denke an Gestattung. Und die Stadt fördert mit Geld natürlich auch zahlreiche Dinge, die sich um Kultur kümmern, die sich auch speziell um Kinder- und Jugendkultur kümmern. Kinder- und Jugendkultur kann man im Buchloer Jugendzentrum auch. Was aber, wenn man kein Jugendlicher mehr ist? Könnte ein offizieller Kulturbeauftragter in Buchloe ähnlich viel bewirken wie in Kaufbeuren? Ist sicher eine gute Idee, kann ich mir schon vorstellen. Ist sicher kein Fulltime-Job, aber ich sage, so eine Sache müsste ja auch wachsen. Und ich denke auch, das Thema Kultur könnte ein größerer Blickfang sein für Buchloe. Also denke ich schon, dass das für Buchloe anstehen würde. Wir haben Mittel, Realschule, Gymnasium, es gibt so viele, eine Musikschule, die gut funktioniert, so viele Bereiche, wo wirklich auch so Kultur am Entstehen ist oder auch gefördert werden sollte. Und da könnte man das schon ein bisschen gezielter koordinieren. Das könnte ich mir schon vorstellen. Die Stadt kommt vielleicht noch. Eigeninitiativ läuft schon etwas in Buchloe. Harry Schneider hat mit seiner Frau einen Verein gegründet, der Kunst und Kultur in Buchloe eine Tür öffnen will. Dieser Verein heißt Kui Bu, Kultur in Buchloe e.V. Im Moment ist es noch ein Verein, der sich noch formiert, der sich sammelt, der Möglichkeiten findet, um Kultur entstehen zu lassen. Also das ist jetzt erstmal die Hauptaufgabe. Es gibt zum Beispiel ein Festival, das geplant ist. Wir machen viel Konzerte. Und es ist eine große Plattform für Bürger, denen wir so ein bisschen aus der Seele sprechen, weil Kultur ein bisschen zu kurz kommt hier. Auch in Kaufbeuren entsteht ein ähnlicher Verein. Gründungsmitglieder sind neben anderen Philipp Bradatsch und Peter Reichert. Sie sind auch Musiker, spielen in mehreren Formationen, auch mit Harry Schneider zum Beispiel, und wollen etwas zur kulturellen Vielfalt Kaufbeurens beitragen. Das Haus haben sie von einem Privatmann gemietet. Es ist im Grunde genommen ein Kulturverein. Also wir wollen Veranstaltungen machen, halt verschiedene Sachen, kleine Konzerte, vielleicht auch Ausstellungen, alles was uns so einfällt. Also mehr oder weniger vielleicht so das, was es hier nicht so gibt, weil so für Bands ist es ja so ein bisschen. Man hat ja für Bands zum Beispiel schon das Roundhouse in Kaufbeuren, wo halt größere Bands spielen und wo man halt hier sagt, dass man so Singer-Songwritern oder kleinen Kombos, die wir kennen irgendwie, dass man denen halt einfach eine Bühne bietet und halt einfach kulturell was macht. Also im Grunde genommen ja ein ganz simpler, klassischer Kulturverein. Ein Stockwerk höher entsteht ein Proberaum. Den nutzen die Musiker selber. Mehrere Bands können hier bald proben. Noch
ist hier Baustelle, aber in den nächsten Wochen soll es losgehen. Musik machen kann man aber auch jetzt schon. Die Stadt Kaufbeuren steht hinter diesem Projekt und auch hinter dem Verein. Sie hat sogar in Aussicht gestellt, Teile der Miete und der Nebenkosten zu übernehmen. Auch so kann Kulturförderung funktionieren. Natürlich ist auch hier nicht alles perfekt. Aber die Unterstützung der Kultur in allen Bereichen, auch finanziell, gehört für Kaufbeuren dazu. Dass etwas los ist, ist für jede Gemeinde und ihre Bürger wichtig. Kultur muss am Ort sein. Da geht es vielleicht schon darum, auch irgendwie einen Rahmen zu schaffen, dass das Leben irgendwie auch ein bisschen bunter oder schöner wird. Das habe ich zum Beispiel aus Marktoberdorf, also ich persönlich komme aus Marktoberdorf, so ein bisschen das merke ich. Da gibt es einige große Industriefirmen, die dort angesiedelt sind und die müssen ihre Mitarbeiter schon durch immens hohe Löhne locken, damit die Leute in diese ausgestorbene Stadt Marktoberdorf kommen, weil da halt einfach abends fast nichts mehr geboten ist. Und wenn natürlich eine Stadt irgendwo was bietet, dass da auch abends Kunst und Kultur ist, dann haben vielleicht Leute viel eher auch mal den Willen, in eine kleinere Stadt zu ziehen. Peter Reichert und die anderen sehen für ihren Verein eine echte Chance, erfolgreich zu werden. Nicht nur, aber auch wegen der guten Kontakte zur Stadt. Also wir wissen auf jeden Fall, dass demnächst im Stadtsaal in Kaufbeuren ein Festival stattfinden soll, was auch für Flüchtlinge und für kulturelle Vielfalt eben veranstaltet wird. Und da gibt es von der Stadt eben schon die Rückmeldungen, dass man da auf jeden Fall was machen soll. Man muss halt natürlich selber erstmal die Leistung aufbringen, dass man halt sich dafür interessiert, dass man dafür was macht, dass man das organisiert. Und dann ist die Stadt da und sagt, okay, wie können wir helfen, was können wir noch für einen Hintergrund schaffen oder wo können wir unter die Arme greifen, dass man da was macht. Also von dem her ist auf jeden Fall was von der Stadt eine Rückmeldung da. Solch einen Kontakt zur Stadt wünscht sich auch Harry Schneider für seinen Verein Kuibu, Kultur in Buchloe. Man sieht es auch an Pilotprojekten in anderen Städten, dass sowas einfach Früchte trägt. Ja, und da wünschte ich mir durchaus etwas mehr Interesse und Unterstützung. Es muss nicht immer finanzieller Natur sein. Interesse würde ja manchmal schon reichen. Kultur kommt übrigens aus dem Lateinischen und bezeichnet im weitesten Sinne das, was der Mensch gestaltet und selbst hervorbringt. Kultur ist wichtig für die Jugend. Nicht nur natürlich, aber sie bringt sie auf neue Ideen, kann helfen, sie zu selbstdenkenden Menschen zu machen. Kultur kann aber auch einfach Unterhaltung sein. Kultur kann einen Ort lebenswert machen. Und es ist immer gut, wenn die Orte dabei mithelfen.